Wie kann man dir nicht helfen? Die Maussensitivität beim Fliegen. Vermutlich bloß Allgemeinsensibilität. Ja, glaube ich, glaub, ich eben unter, bei dir unter Optionen gesehen, also unter den generellen Optionen. Oder allgemeine. Ich bin im Spiel. Juhu. Ich schau mal, ob es mit dem Controller besser geht, das Fliegen. Besser, oh ja, viel besser. Ich sag so, mal jetzt eben ist bloß die Frage. Ah ja, so. So, für meine Zuschauer sage ich auch nochmal, wir sind heute nur zu dritt in dieser Aufnahmesession, deswegen machen wir keine Hauptmission weiter und werden dementsprechend auch nur in diesem System hier verbleiben und ordentlich farmen. Jawohl. Ja, solche definitiv unter allgemeine Option gibt es Sensibilität für Bewegen, Umsehen und für Flug. Ach so, das ist der Scan. Ah, wo war das denn? Kriegt man drin. So, was haben wir denn im Inventar? Ich weiß nicht, wie man den Pulsantrieb am Gamepad macht. Ich würde ja sagen, entweder Hochstelltaste oder Leertaste. Aber bringt nee, ja nicht viel. Nee, nicht an der Tastatur, sondern am Gamepad. Ja, da bringt ja nicht viel. Angenehmer. So, ich werde mir jetzt dann auf unserem Planeten schönen Punkt suchen. Was machst du da? Farmen und gucken und machen. Also wollen wir heute zusammen durch die Gegend latschen oder soll jeder für sich durch die Gegend latschen oder? Keine Ahnung. Wir kriegen bestimmt ein bisschen was von beidem hin. Was ist der Plan? Da hinten ist, wie weit ist denn das weg? Wo ist eigentlich unsere Basis? Auf welchem Planeten waren wir eigentlich? Sollte doch hoffentlich angezeigt werden. Bühne. Die Basis gerade irgendwie nicht. Oh, der Planet ist sogar noch unentdeckt. Der ist es dann wahrscheinlich nicht. Ich habe nur das Notsignal, eine uralte Ruine. Die Basis an sich wird mir nicht angezeigt. Doch, da. Vielleicht war es einfach nur zu groß, das Icon. Das wird sein. Das ist die Frage, welche ist denn unsere Basis jetzt wirklich? Ach so. Es sind zwei da. Ja gut, die war ja aber auch nicht alles mehr voneinander entfernt. Ich flieg einfach zur Seuchenmarine hin. Das ist, Ich habe sie gefunden. Okay, dann scheint es die linke zu sein. Es ist gerade Nacht. Ach, die haben Temperaturen gerade von 18 Grad da draußen. Hier bei No Man's Sky. Ach, schön. Hätte ich auch gern. Stell dir vor, das ist so bei dir und dann... wird's hoffentlich zumindest ein Gedankenkühler. Die Berliner Nationalhymne. Lass dir das Ding immer einschalten, wenn sie bei mir vorbeifahren. Ja, dann wohnst du... Machen sie mit Absicht. An der Kreuzung. Ja, die ist nicht weit weg, die Kreuzung. Und auch das Gesundheitszentrum nicht. Und Polizei und Feuerwehr ist auch nicht weit weg. Dann gucke ich mir doch hier nochmal die Basis an. Hey, die nehmen mich oben alle Eindringlinge. Das ist doch... Ja, das bist du ja. Bestimmt. Irgendwie. Ah, Lebenserhaltung. Was habe ich eigentlich in meinem Inventar drin? Ja, ich frage ja alle nach dem Weg und ähnliches, um ein paar Signale zu bekommen. Gut, ich hätte eigentlich erstmal schön verkaufen können. Ich gerade. Sauerstoff. Herrlich. Wo habe ich Sauerstoff hergekriegt? Oh mein. Es gibt manche Pflanzen. Rote Pflanzen. Genau, aber auch nicht alle. Also wenn du sie scannst, dann wird dir angezeigt, was sie neben Kohlenstoff noch bringen. Ich meinte jetzt speziell diese kleinen roten Pflanzen. Ach so, ja, stimmt. Ja. Und, oder die. Es gibt aber auch große Pflanzen, die Sauerstoff haben als Zweitressource. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir auf unserem Planeten hier sowas haben.
Auf dem Planeten, wo ich im Singleplayer bin, sind es dann zum Beispiel die verbrannten oder verbrannt aussehenden Bäume. Die ohne Blätter und Co. Das ist halt die Frage, ob sie. Ich habe eben im Stream gesehen, da war irgendeine Anzahl von Kohlenstoff und darunter Sauerstoff. Wollen wir unser System eigentlich umbenennen? Sechs Basis? Wenn einem viel einfällt, ja. Da. Ich habe dann nach kurzem meine Probleme. Vielleicht können wir schon machen. Vielleicht hat ja der Chat eine Idee. Du wirst wirklich Ossl entscheiden lassen? Ich lese Ideen, da noch Mokai, Crazy Belly. Ja. Oh cool, ich kriege kostenlos ein neues Multi-Werkzeug. Das hat auch mehr Plätze. Davon ist aber bestimmt das meiste kaputt, oder? Zwei Sachen. Das geht. Dafür hat es einen verbesserten, fortgeschrittenen Minenlaser drin. Nice. Der auch schon direkt neben dem normalen Minenlaser ist, was normalerweise zumindest früher hieß, dass die einen kleinen Bonus bekommen, wenn sie nebeneinander sind. Scanner ist drin, Analysevisier auch. Ich muss halt den Terrain-Manipulator neu bauen. Das ist natürlich, ja, den muss man irgendwie immer neu bauen. Das ist natürlich super. Ich hatte im Singleplayer jetzt eins angenommen, das hat aber furchtbare. Also das, da war irgendwie fast alles kaputt. Und dachte ich, okay, dann tausche ich es halt gegen anderes ein. Aber dann finde ich nur noch diese mega guten Sachen und das ist irgendwie. Oh. Ja, das war wirklich kostenlos. Ja, manchmal gibt's das, manchmal hat man Glück. Ja. Weil da stand auch nochmal, Kosten 420.000 Units, so viel hatte ich natürlich beim besten Film nicht. Nee, wir haben 200.000 haben uns zusammengegaunert. Wie soll man eigentlich Schmetterlinge scannen? Was will man scannen? Schmetterlinge. Das war nicht offen. Einfach. Ich habe da eine Weile drauf gehalten auf die generelle. Wird man ja verrückt. Oh Gott, ey. Hier noch Navigationsdaten? Nö. Oh, und ich muss jetzt noch Technologiemodule kaufen, zwei Stück, na genial. Oh, ich habe 30 Nanithaufen gekriegt. Gut. Ich weiß auch nicht, wie man Technologiemodule sonst kriegen soll. Ja. Also wenn ich, also es soll wohl eventuell die Möglichkeit geben, sie auch auszubuddeln. Kann ich mir gut vorstellen. Aber bisher hatte ich das noch nie. Ich könnte ja da mal. Na toll. Letztes Mal habe ich ein vergrabenes Technologiemodul gesucht und jetzt finde ich direkt eins hier an der Basis. Ich muss halt eins der kaputten Sachen im neuen Tool braucht halt zwei Technologiemodule zum Reparieren. Das ist teuer. Das andere braucht chromatisches Metall. Das heißt, ich muss Kupfer oder ähnliches wieder suchen gehen, um das auszugraben. Und vermutlich sind dann bloß die Slots frei, aber 9 statt 5 Slots oder was das vorher war? Ja. Hi, Razor. Mann, diese doofen, beschissenen, ich hau dich Pflanzen. Ja, die bringen aber auch gerne Sauerstoff. Die bringen Kohlenstoff. Ach, das ist schlecht gefunden. Ach, ist das angenehm auf einem Planeten. Au! Zu erkunden. Mann, die ist mitten im Stein. Also. Wo das Wetter. Oh, hier geht's in die Höhle. Ich erkunde die Höhle. Oha. Ich stimme dir zu, Jodom. Ja, das erste, was ich sehe, ist gefährliche Flora. Super. Ja, die Höhlen sind da ein bisschen fies. Okay, noch 49%. Aber weißt du, was die Höhlen haben? Diese schönen komischen Perlen, die 94.000 das Stück wert sind. Ja, die sind nett. Diese summenden Eier. Ne? Das überbiete ich jetzt gerade mal. Ich habe 6 wiederhergestellte Technologie bei mir im Inventar. Ja, die sind richtig was wert. 306.004, das ist schon um 7% nach unten. Ja, die sind richtig ordentlich was wert. Ich habe auch rausgefunden, man kann, wenn man den Schrott aufnimmt, den kann man in die Raffinerie schmeißen und kriegt dann Ferritstaub draus. Ja.
Das ist ganz praktisch, wenn man gerade im Inventar Probleme hat oder so, weil man das ja dann schon meint, ins Multiwerkzeug stopfen kann. So. Das Waffenterminal. Ja gut, das Multiwerkzeug mit 12 Plätzen hier, das wäre natürlich wesentlich besser, aber preislich, nein. Aua, aua. Geht, aua, aua. Und was ich auch ganz schön finde, dass sie, was sie überarbeitet haben, ist ja diese abgestürzten Kapseln, die man auf dem Planeten finden kann, für die Anzugserweiterung. Die muss man einfach nur noch reparieren und dann nicht noch extra bezahlen. Also man zahlt quasi mit den Materialien, das ist echt gut. Chromatisches Metall. Habe ich chromatisches Metall? Da vorne ist doch Kupfer. Ist das Kupfer? Komponenten. Habe ich noch irgendwas davon? Nö. Ich habe nicht mal ein... Okay. Ich würde jetzt gerne wissen, was weiß irgendwer, was eine Sternenknolle ist? Nee. Keine Ahnung, klingt nach irgendwas zum Sammeln und Verkaufen. Ja, oder vielleicht später anpflanzen. Wenn ich es mal kriegen würde. Ja. Komm, du hast doch bestimmt das, was ich brauche. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, ist, was die blauen Pflanzen machen. Anmerkung, Parasiten wird was? Du schleppst uns keine Krankheiten an. Primärelement, reines Ferrit. Achso, da vorne, okay. Und bist du zu einem Ergebnis gekommen, okay? Vermutlich wieder auch noch einen aussprechbaren Namen. Das funktioniert bei unseren drei Namen nicht. Doch, das könnte gehen. Ist ja so eine Art Vokal ist ja mit dabei. Wie war das, das Umstellen? X? Nee. G. Serjocke. Wiederhergestellte Technologie. Also ähnlich. Aha. Was? Wie hast du das gekriegt? Ich bin drüber gefallen und habe das ausgegraben dann. Okay, krass. Ich denke mir, was ist denn das hier für ein Loch? Ach, hier soll was drin sein. Erstmal gucken. Ist ja krass. Ja, aber gut zu wissen, dass das auch so geht. Oh, ich kann hier nochmal ein Anzug-Upgrade machen. Der China hat eindeutig viel zu viel Glück. Ja, also ich habe bisher hier... Das war an der Station, weil ich eben gerade nochmal alles abgelaufen bin. Ich habe kein Technologiemodul gefunden, was ich kaufen kann. Pech beim An- und Verkauf. Naja, gehört dazu. Habe ich jetzt gekriegt? Okay. Wo war jetzt die Höhle? Habe ich die Schmetterlinge schon? Ja, ich glaube schon. Eine Höhle, lalalala. Hoffentlich nicht wieder so giftige Pflanzen. Jetzt hole ich mir das Kupfer, aber dann finde ich bestimmt die Kapsel nicht wieder. Markier sie dir. Ich bin ja schon weg. Aber ich werde sie wahrscheinlich... Oh nein, jetzt ist... Ah, okay, die können sich hochteleportieren, die Ziegendinger. Ziegendinger? Ja, die mit den Hörnern. Die haben vier Füße, haben so geschwungene Hörner nach oben. Ich weiß, wie ein Aal aussieht, da vorne im Gewalt. Wie heißen sie hier? Hier heißen sie U.Heladafia, falls du sie schon gescannt hast. Kannst du sie bei P sehen, wenn du P drückst. Kann man irgendwie, nee, man kann das Quest da ja nicht ausschalten. Ein Notsignal, da fliegen wir mal hin. Ich glaube, wenn ich jetzt zu weit weg gehe, komme nie wieder zurück. Wie weit ist denn meine Basis weg? 300. Ach, das ist noch nix.
Ganz im Zweifel kannst du ja immer noch das Raumschiff so holen. Ach so, ja, stimmt, das funktioniert. Also hier ist es eigentlich relativ gefahrlos, weil wir ja eine sehr nette Atmosphäre haben. Aber wo das jetzt war, das weiß ich natürlich nicht mehr. So. Der Planet ist soweit schon ganz in Ordnung. Ja. Ja. Aber ich glaube, ich werde trotzdem mal mit dem Raumschiff jetzt eine Runde fliegen. Ja, ich fliege gerade zum Startplaneten zurück. Ach, auch dieses Eisding? Ja, weil ich jede Menge Signale dort bekommen habe. Hm. Oh, ich habe nicht genug Treibstoff. Tja, dann musst du wohl Asteroiden fahren. Es muss halt das Richtige geben, was soll ich mit Silber? Ja. Schon davon freut fliegt mein Schiff auch nicht weiter. Nee. Aber verkaufen? Die Kleinen. Ich muss die Kleinen abschießen. Aber die Kapsel ist, weiß ich nicht mehr. Naja. Dann muss ich halt. Ich laufe jetzt einfach mal. Was ist das in Reichweite? Ach, da kann man was ausgraben. Das ist auch gut. Ich habe gerade eine blaue Pflanze eingesammelt, die hat mein Jetpack geboostet. Ach, die boosten, okay. Das ist nett. Hält's nur nicht allzu lange. War ich hier schon mal? Das sieht aber auch ganz schön zerklüftet hier. So, noch ein bisschen weiter aufladen. Bisschen schade, dass es hier noch die schwebenden Steine gibt. Ah, so ein Design. Ach, die wohl nicht ganz auf den Boden gepasst haben. Naja, die einfach mittig fliegen. Kann ich jetzt das eigentlich mitnehmen? Hä? Achso, wahrscheinlich habe ich keinen Platz mehr im Anzug, oder? Wo ist das Ei? Doch, eigentlich schon. Hier? Vielleicht hier unten? Ja, dann muss ich doch runter. Eieiei. Ja, Impulstriebwerk fast voll. Da sind die Eier. Ich muss ja auch mal so ein bisschen Geld kommen. Ich kann die Perlen nicht mehr aufsammeln. Kann man bloß ein paar mitnehmen, oder? Also ist das Buggy? Die Decken, glaube ich, auf 5. Ah, das kann ich mitnehmen. Also ich habe jetzt 7 eingesammelt. Manche kann ich nicht einsammeln. Verrückt. Verstehe ich nicht, warum. Vielleicht sind die noch nicht reif. Nein, Mucke, du guckst bei mir zu. Mal gucken, ob er mir glaubt. Ich glaube zwar nicht daran, aber... Wahrscheinlich nicht. Kannst mir übermorgen wieder zugucken. Einfach verwirren. Okay, die Eier habe ich jetzt fast alle nicht einsammeln können. Ja, schon kacke ist das. Das würde ich auch nie machen, Mokai. Du, über Kopf in die Atmosphäre des Planeten eingetaucht. Hier sind ziemlich viele hier unten, hast du recht. Das ist ja Wahnsinn. Ja, aber ich habe halt den schwarzen Gürtel darin. In was? Tja, da denkt man nach. Mit Wollknäuel spielen. Nein, das ist der schwarze Gürtel mit 3 Sternchen. Was ist in meinem... Da hinten wird mein Raumschiff angezeigt. Ja, Mokai eindeutig erfolgreich verwirrt.
mit einer. Mit irgendwas daneben. Mit einem unbekannten Gebäude gleich daneben. Okay, Gebäude würde ich das nicht nennen, aber okay. So, dann werde ich jetzt aber auch mal zu meinem Raumschiff gehen und mal gucken, auch ein paar Wegpunkte vielleicht noch abklappern. So, ist nur die Frage, ob ich hier wieder rauskomme. Autsch. Probe. Und irgendwie Wächter scheinen wir hier ja auch nicht zu haben. Das ist auch sehr angenehm. Ja. Ich glaube, wir haben welche, aber die sind passiv und sehr wenige. Sehr, sehr unterlegen wahrscheinlich. Ja, die kommen irgendwie gleich mit massiver Stärkung an. Hast du gerade einen Wächter bei dir? Nee, ich hatte im Singleplayer einen Wächter. Den habe ich zurückgeschossen und dann kamen gleich zwei Läufer noch an. Ja. Und dann war vorbei. So. Hier stehe ich nicht gut. Basis, diese Richtung. Ich glaube, dafür reicht mein Jetpack nicht. Ah, shit. Tja, dann muss ich jetzt hier die schöne Landschaft verschandeln. Das will ich eigentlich auch nicht. Wie verschandelst du die Landschaft? Naja, ich muss mich irgendwie nach oben buddeln, weil... Ja? Kommst du da nicht mehr raus, wo du reingegangen bist? Ich bin ja nicht rein, ich bin ja nur runtergegangen. Das ist hier so ein Tal, was dann... quasi einfach mal so ein Loch, so ein großes im Boden. Ah. Was schon sehr nett aussieht irgendwie. Okay, also das Exo-Anzug-Upgrade kann ich mir nicht leisten. Da musst du sparen. Gib's mir einfach das Geld und dann... Jolum spart es für dich. Ich spar's für das, dich. Das Problem ist, es braucht ein Antimaterie, das Upgrade, um es zu reparieren. Und oh. Ah, wir können doch keine Antimaterie, oder? Nein, das ist das nächste, das ist ein Lichtsprung. Das ist so ungünstig. Also Jolum ist jetzt auf unserem Heimatplan. Moment, ich bin auf unserem Heimatplan, in der Nähe der Basis. Ich gehe jetzt zurück, gehe zu meinem Raumschiff und gucke mir auch ein paar interessante Punkte an. Ich glaube, das ist ein bisschen zielführender, als jetzt einfach ziellos umherzugehen. Die Rest der notwendigen Technologie könnte ich ja irgendwie rankriegen. Zum Beispiel Kobalt zweimal veredeln. Tja, und kaum sprechen wir drüber, habe ich auch gleich das Wort für Warp gelernt. Super. Da fliegt was. Ist es ein Vogel? Nein. Was gab es da noch? Flugzeug. Ist es ein Flugzeug? Nein. Aber fast. Was ist es dann? Ein Seuchenbomber. Ah. Das ist die Schlimmste. Bomber geht jetzt mal in die... Siehst du mich? Hallo. Was, fliegst du neben mir? Ich bin unter dir auf dem Fußboden. Achso, nein. Hab grad die Nase nach oben, da funktioniert das alles nicht. Okay, das ist jetzt die Karte aufrufen. Ich bin wieder verwirrt. Zu viel rumgealbert. Das ist ja nichts Neues. Ja. Ah, hier ist die Karte. Tolle Karte. Aber wir haben immer noch keinen. So, ich nenne jetzt schon mal das System um. Ja. Da ist der China. Da unten ist Jolum. Ich suche mal jetzt einen dritten Planeten. Haben wir überhaupt einen dritten? Ja, einer war noch unbekannt. Da. Okay. Den besuche ich jetzt. Unbekannter Planet. Mach das. Ich werde hier ein bisschen erkunden. Ich mag es irgendwie, dass dieser Planet keine Gefahren birgt. Ja, ich habe halt auf dem Eisplaneten so viele Marker bekommen, dass ich gesagt habe, da fliege ich erstmal hin. Ein paar Marker habe ich da auch, aber man kann sich ja neue Marker holen mit dem Signalbooster. Ja. Der einem netterweise auch die Koordinaten anzeigt. Von unserem System.
Hat das Ding noch einen Mond? Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Du kannst Sachen fragen. Oh, ich habe für den Impulsantrieb keinen Treibstoff mehr. Ja, dann musst du wohl... Wo kriege ich denn den her? Kleine Asteroiden abschießen. Tiridium, Tiritium, irgendwie sowas. Ah. Die großen bringen Gold und Silber und die kleinen bringen... Aber man hat überall eigentlich auch... Ich hätte vielleicht erstmal nach Markern suchen sollen. Ach, das war jetzt ja wieder sehr super. Okay, die Ruine ist weiter weg, als ich dachte. Notsignal. Ich habe hier auf dem Plan ein Notsignal und da fliege ich jetzt hin. So. Ach Ankunft komm. In... Keine freien Plätzchen, Schiffsinventar, ja, schmeiß das weg. 12 Minuten, das ist mir zu lang. Aber dann ist da vielleicht Tag. Was habe ich jetzt gekriegt? Tritium. Ah ja. Genau. Weiter nach oben. Viel weiter nach oben. So. Oha. So. Und gib ihm. Ja, 3 Sekunden statt 15 Minuten gefällt mir besser. Ja, du kannst ja auch ein paar Wochen fliegen. Ja. Aber ich hab's nicht. Ist nun nicht sehr zielführend. Doch, zielführend ist das schon. Also es führt zum Ziel. Heißt es nicht so schön, dass der Weg ist das Ziel. Da kann man die Folgen ein bisschen länger machen, ein paar mehr raushauen. Da kann die Folge auch mal eine Woche gehen, ne? Ja. Ach, hier alles schön mit Wasser. Ich mag das. Also hier die Seen und Flüsse, das gefällt mir richtig gut jetzt bei No Man's Sky. Oh, ein abgestürztes Schiff. Du fängst also mit deiner Flotte an, ja? Es sieht interessant aus. Wie war das? Nehmen und verkaufen, ne? Nehmen und tauschen. Erstmal vergleichen wir. Ganz viele kaputte. 15 Plätze. Mein jetziges hat 15 Plätze. Das ist dann vielleicht kein so guter Tausch. Finde den Fehler. Ich meine, es sieht anders aus, das ist nett. Und hat auch effiziente Düsen. Das ist auch nett. Aber irgendwie... Nein. Ich habe immer so ein Glück. Sorry, Belly. Ich glaube, Belly. Ist das ein Wasserplanet? Ich glaube. Ja, was tust du deiner Frau schon wieder an? Ich fliege. Ja, dass du das nicht kannst, wussten wir ja. Achso, für meine Zuschauer, ich werde die Texte nicht vorlesen, das würde die anderen hier nur kirre machen. Einfach sonst pausieren, wenn es zu schnell geht. Oh, Teleportempfänger. Ach, cool. Ich habe den Bauplan gelernt für ein Modul, womit man dann auf weitere Distanzen mit seinem Raumschiff kommunizieren kann. Okay. Aber es braucht Antimaterie einmal und 3 Technologiemodule. Finde den Fehler. Naja, aber auf lange Sicht ist das schon gut. Was brauchst du? Reines Ferrit. Ja, das kriegen wir hin. Das kann ich jetzt sogar schon direkt abbauen. Was heißt denn jetzt so hoch zum Landung einleiten? Ich glaube, du spinnst. Ich bin gerade durch einen Baum geflogen wegen dir. Ja, war es ein hoher Baum. Ich habe übrigens rausgefunden, wenn man durch gegen Sachen fliegt, dann wird einem zwar was Rotes angezeigt, aber man geht nicht kaputt. Weiß doch schon mal was. Ich habe mich in eine Basis mal reingebackt und da wieder rauszukommen, das hat gedauert. Wieso? Okay, da haben wir einen Parator hergestellt. Ist das eine Pflanze? Tier. Guckt mal in den Stream, bitte. Ja, ich hab da irgendwas durch die Gegend hüpfen sehen. OBS drüber, ich hab's auch herumhüpfen sehen. Das sah sehr lustig aus. Kann das füttern? 10 Kobalt. Ja. Holy shit, schaut das lustig aus. Multiwerkzeug.
Werkzeug, ja. Das kann man damit füllen. So, und dann muss ich eine neue Treibstoffraffinerie bauen. Und dafür fehlt mir Sauerstoff. Na, ganz toll. Shit. Treibstoffraffinerie? Nicht Treibstoff. Nee, diesen Umwandler. Achso, die mobile Raffinerie. Ja, dafür fehlt mir Sauerstoff. Ich bin im Kupfervorkommen gelandet. Ich glaube, ich habe da nichts mehr frei. Ich hätte mir die mitnehmen müssen. Shit. Oh, und da ist noch so ein Viech. Sauerstoff, sehr cool. Muss auch mal Glück haben. Mein Planet ist sehr, sehr seltsam. Unruhig. Okay, haben wir hier nochmal von diesem Farn rumstehen? Ja. Noch was? Das sind alles so Pflanzentiere. Das ist doch cool. Ja, die sehen recht, richtig seltsam aus. Endlich mal bei parkgefahrene Sachen. Oh, hier ist eine Schlange. Das brauchte ich 30. Wenigstens sowas in der Richtung. Hier hüpft alles. Ist doch genau das Richtige für Belly. Typ Verhalten, Hüte, Pflanzen. Ich brauche noch so ein Farn.